klar. Alles klar, Bibel klar. Wenn ich jetzt die herrliche Sicherheit betrachte, die mir das Aufblicken zu Jesus, die Hinwendung zu Jesus bereitet, dann gibt es so eine Ruhe und so eine Zuversicht und so eine tiefe Stabilität. Doch kann ich, wenn es mir dann womöglich zu wohl wird in meiner Haut, dann darf ich nie vergessen, bei aller Sicherheit ist mein Leben hier auf Erden doch in gewissen Gefahren, mit denen ich umzugehen habe. Ich kann dann nicht sagen, nun, ich fühle mich jetzt so sicher und es ist alles so, ach, ganz klar und deutlich für mich und kümmere mich nicht mehr darum, bin ich noch in der richtigen Verfassung? Steht mein Herz noch in dieser wunderbaren Liebe, in dieser ermutigenden Kraft? Bin ich damit verbunden oder weiche ich ab? Wenn jetzt Gott durch, sage mal, ein prophetisches Wort eine Offenbarung geben würde und mir sagen würde, du so und so, du bist 100% bei der Entrückung dabei, dann würde ich mich riesig freuen und würde denken, ja, toll. Gott, du hast gesagt, du hast offenbart, das ist herrlich, das glaube ich dir und da fehlt nichts. Aber wäre es für mich nicht auch eine Gefahr, und das ist wieder das Ding, um zu begreifen, wir sollen immer noch aufpassen und müssen, das gibt die Bibel mir das Zeugnis, wir sind Menschen, wir stehen noch im Risikobereich, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht entrückt. Und deswegen muss ich umgehen mit Gefahren und mich daran messen und nicht, um daran zu verzweifeln, sondern um mich dann zu fokussieren wieder auf Jesus und Jesus allein. Und da, nur als Beispiel, dann sagt er doch tatsächlich hier einmal, zu der Gemeinde Gottes, zu den Christen, davon, von diesen Dingen des Geistes, haben wir nun viel zu sagen und auch solches, was schwer zu erklären ist. Warum? Warum ist es schwer? Weil ihr träge geworden seid zum Hören. Ihr Christen habt in eurer Aufnahmefähigkeit, in eurem geistigen Gehör, da habt ihr Trägheit, Müdigkeit, Erschlaffung, warum auch immer. Aber er sagt es und zeigt ihnen diese Gefahr und diesen Fehler und es wirkt, diese Trägheit, dieses Desinteresse, dieses ich habe genug davon, ich will das nicht mehr hören, Selbstdisziplin, Selbstverleugnung, Gehorsam, Bußfertigkeit, ach, all diese Themen, ach, ich kann's nicht mehr aushalten. Warum? Wieso? Das ist dein Leben, das ist, was die Bibel vermittelt, das ist das, was dem Volk Israel hätte helfen sollen, weil sie gerade wegen dieser Trägheit und Faulheit, und das ist wieder fleischlich Gesinntheit, deswegen sind sie in die Gefangenschaft gezogen und Elend auf Elend kam über das auserwählte Volk. Denn obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre. Wie ist das möglich? Ihr habt so viel Zeit und Gott hat sie euch zur Verfügung gestellt, um Lehrer werden zu können. Nicht Lehrer in eurer eigenen Großartigkeit, sondern Lehrer der Demut und einfachen Klarheit. Das zeitgemäß müsstest ihr das drin haben, die Lektion gelernt haben. Nicht Theologie studiert, nein, Leben gelebt, Leben gelernt haben. Darum geht es. Und er muss ihnen sagen, aber ihr seid doch der Milch bedürftig und nicht fester Speise. Milch? Babys, Milchbabys, noch nicht ganz entwöhnt. Ihr könnt noch nicht umgehen mit dem Leben, der Realitäten des Lebens, auch deiner Sündhaftigkeit, die dich quält, dann haut's dich wieder hin, das
nicht mehr weißt, wo es oben ist, wo es unten. Bist du überhaupt ein Christ und so Dinge. Man will nur noch Milch predigen. Milch, leichte Kost, gut verdaulich. Du bist das geliebte Gotteskind. Ja, das ist ja wahr. Milch ist ja kein schlechtes Genussmittel. Aber wenn du nur auf Milch lebst, dann ist die feste Speise, aber ist für Gereifte, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung, zum Bemerken von dem Unterschied zwischen gut, wirklich gut und wirklich böse. Wenn du nur auf der Milchbasis bleibst, nur das angenehme, sanfte, schöne, ach ja, du bist so, wie du bist, angenommen, akzeptabel, Gott verändert dich ja auch irgendwann mal irgendwie, aber naja, jetzt bist du halt noch so. Das ist alles so, dieses, du kannst nicht merken, wo ist wirklich das Übel, wo ist wirklich das geistgewirkt Gute. Und dem lebst du dann nicht nach. Dann merkst du nicht, wo der Seelenfeind dich auf Glatteis führt, auf dünnes Eis, und eines Tages brichst du ein und du wunderst dich, warum du so wenig das bemerken konntest, in diesen Zustand abzurutschen. Du begreifst gar nicht. Du verlierst deine erste Liebe und merkst es noch nicht einmal. Und all diese Dinge. Und da sagt er, da sollten sie diesen Zustand verändern. Und wo wird die Veränderung stattfinden? Da, wo ich mein Hören, meine Ohren spitze, um zu hören, was sagt mir Gottes Geist heutzutage über mich persönlich, wo und wie stehe ich? Merke ich den Unterschied zwischen Gut und Böse, Sünde und der Freiheit der glücklich machenden Geistesleitung? Merke ich das? Sehe ich das? Begreife ich das? Kann ich dem folgen? Kann ich die feste Speise essen? Und ich brauche Training. Meine Sinne müssen trainiert sein. Und das sind Glaubenssinne. Sodass ich nicht wie ein dummes kleines Kind am Loch der Otter mein Spielzeug auspacke, um da rumzuspielen und schließlich gebissen zu werden. Denn hier auf dieser Welt wird mein eigenes Fleisch und Blut die giftigste Otter sein, die mich noch beißen kann. Und davor muss ich mich hüten. Und damit muss ich zusehen, was mache ich damit? Und dann sagt er ein Beispiel. Ein Beispiel aus dem damals normalen Leben, wo es gab Soldaten. Und diese Soldaten waren verschiedentlich motiviert. Und ein guter Soldat, davon redet er, kein, ich sage dazu, guter Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefalle, der ihn ausgehoben hat. Das ist also kein Söldner, dem es nur darum geht, ich will am Ende des Monats meine Bezahlung. Es gibt Christen, die sind auch söldnermäßig unterwegs. Die wollen nur ihre Vorteile aus dem Christentum absahnen. Und dann war es das. Dann war das ihr Christentum. Sie waren in der Kirche, sie haben im Chor gesungen und dafür meinen sie, ist Gott nun verantwortlich, dass er spezielle Vorteile für sie vermittelt. Das sind nicht die Soldaten, die er meint. Die Soldaten, die er meint, die in ihrem Herzen dem Kriegsherrn, dem König aller Könige, gefallen wollen. Und wenn sie ihm gefallen wollen, dann können sie das nur, indem sie ganzherzige Soldaten sind. Und solche Soldaten, die gehen jetzt nicht an die Front und fangen jetzt an, was weiß ich, Karten zu spielen oder Kaninchen zu jagen oder ach, all möglichen Nonsens, gehen angeln und ach, was man sich vorstellen kann. Die sind an der Front, die sind in Bereitschaft, die begegnen einem Feind. Und damals war diese körperliche Betätigung zu trainieren, das Schwert zu gebrauchen und zuzuschlagen, den Pfeil und Bogen und die Waffen des Geistes anzuwenden, wie wir sie haben im Epheserbrief.
und den Hund zum Jagen tragen, ist etwas vom Tragischsten. Menschen, die tief im Herzen gar nicht bei der Jagd dabei sind. Die wollen nur getragen werden zum Jagen. Da machen sie ein bisschen Geplaffe und dann war's das. Ein bisschen religiöse Show abziehen und dann war's das. Nein, 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 du wirst dich als törichte Jungfrau entpuppen. Guck, das ist eine Bedingung, bei der Entrückung dabei zu sein. Eine Bedingung ist, du wirst nicht mitgehen, wenn du keine erste Liebe hast. Wird nicht sein. Wie soll es sein? Die erste Liebe, das ist die Liebe Jesu. Mann, und nun komm doch zurück zur ersten Liebe. Ja, wie stellst du dir das vor? Soldat, wie stellst du dir das vor? Du beschäftigst dich noch mit allen möglichen weltlichen Inhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass du musst deiner Arbeit nachgehen, du musst dich fokussieren, konzentrieren auf alle möglichen irdischen Umstände. Aber dein Herzschlag ist zum Himmel, mitten in deinem Gewühle. Das eine schließt das andere nicht aus, aber meine Fokussierung. Guck, wenn ich zum Beispiel, ich bin Maurer von Beruf und da kann ich auf der Baustelle sein und die Dinge machen, die dazugehören, aber mein Herz ist, Jesus, hilf mir, Jesus, du bist da, du bist mit mir und das ist nichts, wo ich mich jetzt, halte mal, ich muss jetzt geschwind auf die Seite treten und den Psalm lesen zwischen der Betonierung. Nein! Der Psalm liest sich in meinem Herzen vollautomatisch. Gottes Leben in mir, das wirkt, das webt und es bewegt mich und es hält mich in Liebe, in Fokussierung. Ich bin der Soldat, der nicht für die Dinge dieser Welt unterwegs ist. Ich bin der Soldat, der, wisset ihr nicht, dass welche in der Rennbahn laufen? Das war ein Wettkampf. Zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Laufe doch so, dass ihr ihn erlangt. Das ist mein Menschsein hier und heute. Mich persönlich anzusprechen, lauf doch mit der ersten Liebe. Lauf doch mit der Begeisterung für Jesus. Das habe doch vor Augen. Ja, das kannst du. Jeder aber, der sich am Wettlauf beteiligt, und hier kommt wieder das Gleiche wie bei den Soldaten. Der ist enthaltsam in allem. Jene, da die Sportler, Olympiade, um einen vergänglichen Preis zu empfangen oder Kranz. Wir aber eine unvergängliche Ehrenkrone, ein Kind Gottes sein zu können, entrückt werden zu dürfen. So laufe ich. So laufe ich. Aber dann muss ich die Bedingungen reflektieren in meinem Leben und sagen, ach, auf dem Ohr bin ich taub. Das möchte ich nicht hören. Um was geht es? Es geht darum, wie sieht es denn aus in deinem Leben, in meinem Leben? Bin ich enthaltsam in allem? Fragezeichen. Eine wichtige Frage. Ist mein Herz enthaltsam? Trotz dem ganzen herum, die Sünde, die uns ständig umstrickt, ja, das ist da, das gibt es. Ja, das sind Neigungen und doch mittendrin enthaltsam in aller Sünde, allem Bösen, nur für Jesus zu leben. Ist das Menschen möglich? Es ist zu schwer, das kannst du nicht erlangen. Das tut er, das wirkt er, wenn ich ihm vertraue. Glaubet an Gott und glaubet auch an mich. Und dann sagt er weiter in diesem Wettlauf, betont Paulus etwas, was wir heute gar nicht gerne hören wollen, weil es so missverstanden ist. So laufe ich nun nicht aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf. Nicht mit bloßen Luftstreichen. Es geht in diesem Krieg, in diesem Kampf, geht es darum, keine Pseudobeschäftigung, eingebildet, Fata Morgana. Nein, es geht, ich zerschlage meinen Leib und behandle ihn als Sklaven. Und da hat man dann gerne diese
Vorstellung von so Mönchen, die sich selber auspeitschen oder so in einem Kloster hocken, weltentfremdet, weltfern. Nein, aber mein Herz muss tatsächlich meine Lüsternheit unter dem Daumen halten. Ich muss mich selbst in die Sklaverei schicken. Mein altes Wesen wird nicht akzeptiert. Und da muss ich mich selber, ich muss bei mir anfangen. Wie sieht meine Jesusliebe aus? Wie steht es um die Ganzherzigkeit meiner ersten Liebe? Und dann wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Das können erscheinen wie leere Worte. Naja, schön, Geduld, freundliche, langmütige Freude und sowas weiß ich, herrliche Macht. Und es ist keine Resonanz. Keine Resonanz wirklich in meinem Herzen, weil es mir nicht wirklich was bedeutet. Aber wenn ich entrückt werden möchte, dann werden diese solche Worte, die Erkenntnis Gottes, darin kann ich wachsen, 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 bedeutet, ich nehme zu. Ich begreife es mehr und mehr und gestärkt, gestärkt. Das heißt, ich war schwach und ich komme von einem schwachen Zustand. Mehr Muskeln, mehr Kraft, mehr. Es kommt alle Kraft nach seiner herrlichen Macht. Und da brauche ich auch Geduld und Langmut. Es sind Dinge, die sind noch nicht fertig. Ich habe noch eine Abrechnung. Ich habe noch eine Versklavung, wo ich mehr und intensiver mir selber entsagen muss, dass ich echte Hiebe austeile für mein altes, böses Ego-Wesen und meine Gelüste. Und dann Freude auszuleben. Dann kommt die Freude Jesu. Und mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, da habe ich dann wieder die Gewissheit, ich werde entrückt. Ich werde entrückt. Nicht, weil ich selbst so toll wäre oder weil ich selbst so, was weiß ich, mir auf mich selbst mich stützen könnte. Nein, dieses Vertrauen lässt mich meine Soldatenschaft mannhaft, reif, ganzherzig, vorbildlich leben. Da stehe ich an meiner Front und ich erlebe die Freude des Überwindens, des Siegens. Das ist eine Wonne. Wo gibt es Soldaten, die über ihren Sieg nicht froh wären? Die es nicht berührt. Naja, gut, wir haben jetzt gesiegt. Der Feind ist erledigt. Ach ja, naja, gut, wird dann wieder ein neuer Feind kommen und dann geht es halt gerade wieder weiter. Naja, das ist halt so unser täglich Brot. Nein, du gehst von Sieg zu Sieg. Und du gehst nicht von Selbstbewusstsein zu Selbstbewusstsein, du gehst von Gnade zu Gnade, erlebter Gnade. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die mir über meine Sündhaftigkeit triumphale Siege vermittelt und auch über diese stumpfe, taube, nicht hörende Müdigkeit meines Fleisches hinweghilft zu neuer Intensivierung mit einem Impuls von Gott direkt. Da war die Emmausjünger, die mussten Jesus begegnen. Und wo sie ihm begegnen und wo sie sehen beim Brechen des Brotes und wo sie erleben, es ist ja Jesus, der uns da begegnet ist, der uns aufgetan hat, die Schrift, der uns deutlich gemacht hat, was bringt die Bibel in mein heutiges, modernes Leben hinein. Und da hatten sie die Kraft, um in der gleichen Nacht den Weg zurückzugehen, wo sie hingehört haben, in das Zentrum der ersten Liebe, wo Pfingsten auf sie gewartet hat, die Kraftströme, wo sie der Leitung des Heiligen Geistes gefolgt sind. Und so sind da viele, viele Beispiele. Darum geht es, dass wir solche Ganzherzigkeit kultivieren. Alles weg,
alles, was nicht zu Jesus gehört, raus, weg. Jesus und Jesus allein in meinen Worten, meinen Gedanken, in meinen Werken, selbst in meinem Otto-Normal-Verbraucher-Alltagsleben. Ja, Jesus, scheine, leuchte, sei da, gegenwärtig. Und das ist Glauben, das ist Leben. Und da, von dieser Position aus, weiß ich, wird die Entrückung geschehen.